Herzlich willkommen zum Fantreffen 2017. Euch alle herzlich willkommen, meine Gäste Patrick Marx, Michael Mack, Thomas Mack und Herr Greff von Büren. Herzlich willkommen in dieser illustren Runde. Danke, dass ich euer Wohnzimmer mal besuchen darf. Ist ein bisschen warm? Und? Noch geht's. Noch geht's, alles klar. Schön, dass wir da sein dürfen. Schön, dass wir zu Gast sein dürfen. In diesem Jahr, ihr merkt, es ist ein bisschen was anderes. Wir haben ein Kamingespräch in diesem Jahr mit echten Kamin. Vielen Dank in dem Fall an die Confertainment-Abteilung für diese tolle, für das tolle Ambiente. Das ist auch mal ein kleiner Applaus wert. Übrigens auch Dankeschön für das tolle Frühstück heute Morgen. Ich glaube, das hat einigen, die angereist sind, richtig gut getan, mit einem Kaffee und einem Croissant in den Tag zu starten. Vielen Dank auch dafür. Applaus. 2017, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es beginnt die Stadezeit, sagt man bei uns in Bayern. Also das heißt die stille Zeit, nicht im Europapark, da geht es richtig ab, haben wir heute gesehen. Silverstar, dieses Jahr das erste Mal offen. Ein Versuch. Ist der gut angekommen? Oder wie sind die Erfahrungen bisher? Bloß ganz kurz, bevor wir. Ja, gut, es kam eigentlich vom Vater, der gesagt hat, wenn wir den Eurosat schon umbauen, dann müsst ihr weiterhin attraktiv sein. Wir dachten, das Voletarium würde dann reichen, aber wie gesagt, wir haben es probiert. Es lief sehr, sehr gut an, gerade auch durch die Ausstellung mit Otto. Ein wunderschöner Anstehbereich, glaube ich, auch für den Silverstar. Wir haben jetzt neue Räder bestellt, die einfach dann noch bei wenigeren Temperaturen auch laufen können. Fakt ist natürlich schon, dass ein Wodan schon noch ein bisschen mehr Minusgrade geht. Und Sicherheit kommt zuerst, aber wir wollen, denke ich, das auch, ich glaube, was wir einmal anfangen, werden wir so schnell nicht rückgängig machen. Und ich denke schon, dass es jetzt ein fester Bestandteil der Wintereröffnung sein wird. Finden wir toll, finden wir schön. Die Ausstellung übrigens ist eine wirklich klasse Sache. Ihr habt die gesehen, hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe meiner Frau schon gesagt, ich würde gerne ein Bild kaufen. Sie hat gesagt, dann fang schon mal das Sparen an. Sind teuer, aber sie sind wirklich, wirklich wundervoll. Wie gesagt, 2017, das Jahr neigt sich dem Ende. 2018 kommt, 2019 mit Sicherheit. Und es gab ja einen wunderbaren Trailer, Herr Kräft, mit Badehose und Brille, wunderbar. Ich musste richtig schmunzeln, weil, wer den Herr Kräft kennt, für jeden Spaß zu haben, fand ich richtig toll. Wie schaut's aus mit dem Großprojekt? Ich habe gestern gesehen, wir sind hergefahren, wir sind recht spät gekommen. Das Dach ist drauf, man kann auch schon im Dunkeln arbeiten. Besser gesagt, es leuchtet schon im Haus, im Hotel. Wie geht's auf der Baustelle? Ja gut, ist natürlich eine Riesenbaustelle und wenn man jetzt die 11-12 Kräne sieht und man sieht, was jetzt in der kurzen Zeit schon entstanden ist, ist es schon beeindruckend. Ich meine, wir haben es natürlich uns viele, viele Jahre gut überlegt, gehen wir diesen großen Schritt und haben, glaube ich, vor 20, 25 Jahren schon die ersten Skizzen gehabt, was soll denn auf dieser Fläche passieren, und wir haben auch viele Umfragen mit unseren Gästen gemacht und das Thema Wasserpark stand immer ganz, ganz vorne und ja, jetzt geht's los. Im September war ja letztendlich der Spatenstich und in welchem Tempo jetzt auch das Hotel hochgezogen worden ist, ist schon beeindruckend und ja, es ist schon, auch wenn man abends jetzt da hinfährt und man sieht schon die ersten Lämpchen leuchten, ist das schon ein sehr schönes Gefühl. Der Wasserpark ist ja auch schon in Werden, da sieht man noch nicht ganz so viel. Aber vom Hotel sieht man eigentlich jetzt schon richtig die Dimensionen und ist schon sehr beeindruckend, was da entsteht. Und wenn man natürlich jetzt die Thematisierung sieht, dann freuen wir uns alle sehr, sehr auf dieses großartige Projekt Wasserpark und mit einem sehr, sehr schönen Hotel. Das kann ich mir gut vorstellen, weil gerade hinter mir die Bilder laufen. Es werden, weil ihr die treuen Fans seid, wieder einige Bilder gezeigt werden, die noch nicht für die Veröffentlichung gedacht sind. Deswegen, wer uns kennt, wie im Sommerfantreffen auch, also bitte keine Fotos machen und einfach genießen und die Exklusivität sozusagen genießen, die ihr hier hinten seht. Das Hotel, seid ihr im Zeitplan?
Ja. Wir waren bis jetzt im Zeitplan, sind jetzt ein bisschen hinten dran, weil es ein oder andere technische Problem noch gab. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir im Frühjahr 2019 mit diesem Hotel an den Start gehen können. Der Wasserpark kommt ja etwas später, das ist ja auch so kommuniziert, aber das Hotel wollen wir schon zum Saisonstart 2019 an den Markt bringen. Aber es ist noch ein langer Weg bis dahin. Aber wir liegen gut in der Zeit, nicht sehr gut, aber ganz gut in der Zeit und kommt es auch darauf an, wie der Winter natürlich wird. Aber wir sind ganz froh, dass wir jetzt schon so weit sind, dass wir dann auch das Dach drauf haben und dann mit dem Innenausbau dann auch zügig voranschreiten können. Also sehr zuversichtlich, aber ist natürlich in der kurzen Zeit ein Riesenprojekt und ein sehr ambitioniertes Ziel, aber wer uns kennt, weiß, dass wir da auch Tag und Nacht dran arbeiten, dass dann auch dieses Hotel dann pünktlich an den Start geht und dann später natürlich der Wasserpark. Fällt mir gerade ein, ganz spontan die Frage, ihr habt ja wirklich die Liebe zum Detail in den Hotels, sondern das Museumshotel werden. Wie lange seid ihr denn schon unterwegs und sucht museumsreife Stücke für das Hotel vom Buch über authentische Stücke? Auch schon sehr lange. Wir haben natürlich auch Reisen in skandinavische Länder gemacht und haben uns auch inspirieren lassen von nicht nur der Architektur, aber auch von der Küche, von der Lebensart, von den Kulturen. Und haben wir mit Max Solutions, vor allem mit Chris Lange, ein unheimlich tolles Team, die da sehr intensiv recherchiert haben und sich auch mit den passenden Firmen zusammengesetzt haben, um eben auch diese Antiquitäten teilweise zusammenzusuchen, zu kaufen. Der Rudi Neumeier ist ja auch Teil des Hotels und wer ihn kennt, der hat ja auch alle anderen Hotels hier im Innenausbau gemacht, ist natürlich ein Antiquitätenjäger. Wollte gerade sagen, wo findet man denn solche Sachen? Der ist natürlich auch, der ist ja jetzt schon Ende 70 und hat natürlich in seinem ganzen Leben schon Dinge gesammelt. Und er weiß ja auch schon ein paar Jahre das Thema und von dem her hat man auch schon früh angefangen zu sammeln. Aber so ein Hotel wächst natürlich auch mit der Zeit und jetzt geht es intensiv daran, dann auch wirklich den Sack zuzumachen, die Dinge zu kaufen, die Dinge zu holen, weil jetzt tatsächlich dann der Innenausbau auch losgeht und wie gesagt, da freuen wir uns alle drauf. Ja, bei Rudi hat man manchmal den Eindruck, der war bei der Originalexpedition von Rulantica dabei und hat von damals noch so ein paar Sachen mitgebracht. So lange arbeitet er mit uns schon zusammen. Und das ist ja auch das Ziel, was wir im Hotel und im Wasserpark umsetzen wollen. Wir wollen so diesen Zweifel aufkommen lassen, ist das jetzt ein echtes Exponat, das tatsächlich aus Skandinavien aus der Zeit stammt, oder ist das etwas, was sich der Chris Lange und sein Team haben einfallen lassen und wir dann dazwischen geschmuggelt haben. Ich glaube, diese Spannung wird dann im Hotel und im Wasserpark toll zu erleben sein. Eben Stichwort Wasserpark. Ich werde wahrscheinlich die Grundsteinlegung nicht so schnell vergessen, weil da kam richtig viel Wasser im Spiel. Also es war ja ein Wasserpark. Ja. Und skandinavisch war ganz also echt. Also ich wundere mich immer, wo ihr diese Special Effects herbringt. Also Wind von der Seite, Regen von oben. Also da ist schon wirklich eine tolle Geschichte. Wie geht es dem Wasserpark? Ist es noch ein Erdloch oder geht es da schon? Es geht hervorragend. Ich habe mir zu Weihnachten jetzt neue Gummistiefel gewünscht, denn wenn man da jetzt im Moment rausläuft, kriegt man eine Schlammpackung, ohne dass man sich in ein Moorbad begibt. Also es ist eine richtig schöne Baustelle, sieht toll aus. Was für uns das Schöne ist, nach all den Jahren zu sehen, dass der Beton fließt und dass diese Vorstellung und das, was wir auf den Plänen gesehen haben, das wird jetzt in Beton da richtig gebaut und es ist immer ein ganz toller Moment. Wir wissen zwar, dass Beton nicht alles ist und die vielen technischen Einrichtungen, die noch benötigt werden, gerade beim Wasserpark, wenn ich da an die Wassertechnik denke oder die vielen Zusatzeffekte, die wir dort haben werden. Wir sind gestern erst wieder mit dem Rainer Braun von Aquarena zusammengesessen, der ja gemeinsam mit ProSlide diese Anlagen aufbauen wird. Das ist ein hochspannender Prozess. Und es vergeht eigentlich kein Tag, wo sich nicht irgendeine Behörde irgendwas einfallen lässt, was wir noch tun können. Allein das Genehmigungsverfahren für die Rutschen ist so wild und langwierig. Also ich habe da einen Satz graue Haare mehr bekommen. Also das ist nicht, und es sind jetzt viele. Aber wie man in dem Video gesehen hat, geben wir alles. Wir rutschen, wir testen und ich glaube, wir haben ein ganz tolles Package an Rutschen zusammen. Eine Bitte habe ich noch an die Fans. Wir werden im nächsten Jahr
einen Blog an den Start bringen zum Thema Wasserpark. Wir sind jetzt in der Vorbereitung und würden gerne wissen, was würdet ihr gerne in so einem Blog lesen? Was sind dann die Themen, die euch interessieren zum Wasserpark? Wenn ihr mir da eine Mail schickt, was euch einfällt, toll. Das Blog-Team, das macht sich da richtig Gedanken, die haben auch schon eine Story, aber ich mache es mir Leben gerne einfach. Und wenn hier so viele kreative Leute sitzen, die Ideen haben, was ihr machen könnten, einfach schicken. Wir sind alle einzeln dann, ne? Ja, alle einzeln, ich lese sie alle und beantworte sie. Das ist schön, ich nehme sie beim Wort. Wir testen das mal, ob jeder eine Antwort von Herrn Kräft kriegt. Das gucken wir mal. Meine Abwesenheitsnotiz. Ja, das stimmt, ja. Weil wir vor Weihnachten sind, wir haben ja ein Kamingespräch, da kommt man mal ein bisschen ins Plaudern. Haben Sie eine Anekdote für uns vom Wasserpark? Ja, ich habe eine, die ist vielleicht schon erzählt worden. Unser Anwalt, Michael Thoma, toller Typ, auch ein begeisterter Fotograf, der ist mal wieder auf den Baukran geklettert im Wasserpark. Klettert hoch und plötzlich sieht er Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst in Richtung Park fahren und ruft unseren Sicherheitschef, den Herrn Scholz, an und sagt, du, ist bei euch irgendwas los? Da kommt jetzt in schneller Folge Polizei, Feuerwehr und alles. Und dann sagt der Michael Scholz in seinem eigenen Art, ja, irgend so ein Arschloch ist auf den Kran geklettert und will sich nach unten stürzen. Das sagt der Michael Thoma ganz trocken, ja, das Arschloch bin ich. Naja, ist am Ende dann ganz klimpflich ausgegangen und der Michael Thoma hat dann für all die Rettungskräfte mehr als nur eine Kiste Bier kaufen müssen. Und wir haben ihm jetzt erklärt, dass er vielleicht vorher anruft, wenn er da wieder hochgeht. Aber es sind schon tolle Bilder. Und Teil der Bilder, die man hier gesehen hat, sind tatsächlich von Michael Thoma. Also selbst der Anwalt gibt alles. Das freut mich, das finde ich auch sehr spannend, dass das Team wirklich alles gibt. Wir zeichnen ja auf und schneiden da zusammen. Wir dürfen es piepsen, oder? Was Sie so. Wir sind ja unter uns. Wir sind ja unter uns. Wir können ja offen sprechen. Ja, genau, wir können offen sprechen. Rolantica, auch der Trailer, fand ich einen sehr spannenden Trailer damals bei der Grundsteinlegung. Zu Magmedia kommen wir später. Ich habe es aufgeschrieben, wir kommen später noch dazu. Aber die haben den gemacht und wie viel Hingabe. Das stimmt, und das ja. In Skandinavien. Chapeau. Ich wollte überleiten zu Rolantica und wollte sagen, es gab ja, ich durfte in den Genuss kommen und durch ein paar Kanäle da kurz zugucken, wie Streicher schöne Sachen eingespielt haben in Berlin. Thomas, das Musical dazu zum Thema Rolantica. Wie schaut es aus? Also schon allein die Streicher haben mich und meine Frau sehr beeindruckt. Es waren ja nur die Streicher, in Anführungszeichen. Ja, richtig. Rolantica, the Musical, werden nach Spook Me ein neues Musical-Projekt angehen. Da freue ich mich unheimlich drauf, weil das bewährte Team um Hendrik Schwarzer wieder zusammengetroffen hat und wir werden wirklich wieder eine ganz, ganz tolle Geschichte, auch gemeinsam mit Max und Luschens und unserem Storyteller Herrn Ihle eine wunderschöne Geschichte um Rolantica geschrieben haben und die Musik von Hendrik Schwarzer wieder wunderschön geworden ist. Wir haben gleich ein paar Bilder dabei von den Kostümen, die man vielleicht mal zeigen könnte, die ersten Designs von den Kostümen. Also es geht um Rolantica, um ja, die Insel und natürlich um die Geschichte, wie diese Insel auch gefunden wurde oder was es denn da besonders auf der Insel gibt. Und verbunden mit einer schönen Liebesgeschichte natürlich. Ein Musical braucht natürlich auch ein bisschen Herzschmerz. Aber die Musik, so viel kann ich schon verraten, wird einmalig schön. Wir waren in Berlin im bekannten Teltex-Studio und haben dort die Musik aufgenommen. Gänsehaut pur. Ich habe mit meinem iPhone mal gefilmt, habe es auch auf Twitter mal gepostet, aber ich habe es einfach mal mitgebracht. Ist Kameraführung nicht perfekt, aber so einen kleinen Eindruck. Es sind jetzt auch nur die Streicher. Wir haben natürlich jede Teile separat aufgenommen. Streicher, die Blechbläser, die Holzbläser, Gesang etc. Und das wird dann alles zusammengefügt.
Und dann natürlich wieder mit Live-Gesang. Wir sind gerade auch am Casten und suchen die passenden Sänger und Schauspieler. Werden das Theater dafür auch umbauen. Also das Theater wird im Innenraum komplett umgebaut und auch die Fassade bekommt einen neuen Einstrich, sieht man hier ganz schön. Also der Eingang wird auch wieder einladender und ich finde das sehr, sehr gelungen. Aber vielleicht können wir ganz kurz mal das Video zeigen aus Berlin. Schwarzer wird auch den Soundtrack für den Wasserpark selbst schreiben, dass wir dann auch dort wieder komplett eingebettet sind in eine ganze Storywelt, nicht nur visuell, sondern eben auch was fürs Ohr und dass wir wirklich eintauchen komplett in eine andere Welt. Und ich glaube, es gibt keinen Freizeitpark, der sich so intensiv, vielleicht Disney ausgenommen, so intensiv mit Musik befasst und auch eben dieses komplette Gefühl durch die Musik auch transportiert. Ich habe ja selber schon Aufnahmen gemacht mit dem Orchester. Wie oft mussten die das einspielen? Oder sind das so Profis, dass das... Also das fasziniert mich tatsächlich am meisten. Das sind ja alles Profimusiker. Also wir haben viel mit den Berliner Philharmonikern zusammengearbeitet und die bekommen, das sind ja dann immer verschiedene Sessions, die dann jeweils eine Dreiviertelstunde gehen und die bekommen die Noten und dann wird da kurz mal drauf geguckt und dann kommt der Dirigent und dann klingt es wie... die stundenlang geprobt hätten. Also das ist für mich, ich bin auch Hobbymusiker, faszinierend, wie die vom Blatt spielen und wie perfekt sich das schon anhört, aber wie oft dann trotzdem nochmal eingespielt wird, weil doch mal da eine Nuance nicht richtig war und dort. Also es ist schon unheimlich emotional, so eine Musik aufzunehmen. Ja, ich konnte mich damals daran erinnern, da sitzt der Tontechniker mit dem absoluten Gehör hinten und sagt, die Klarinette hinten links, die spielt schlecht, bitte nochmal. Und so, also solche Geschichten. Und das genau so war es, wirklich unglaublich. Genau. Also ich denke, wir können uns mit Sicherheit auf ein tolles Gesamtpaket Rolantica mit Hotel, mit Wasserpark und Musical freuen. Kommt das Musical schon zur Saison 18 oder kommt es in einem Guss? Nee, also dadurch, dass wir doch auch massive Umbaumaßnahmen tätigen, können wir erst mit den Proben dann im Anfang April starten. Wir werden am 28. April dann Premiere feiern, also knapp 3/18, also knapp 4 Wochen dann nach Eröffnung vom Park. Okay, na dann dürfen wir gespannt sein auf tolle Musik, tolles Musical und ein tolles Gesamtkonzept. Jetzt kommt nochmal ein Werbeblock, wir brauchen wie immer was, immer wenn ich anfange, will ich was von euch. Ein spannender Job, den wir hier im Park noch haben, ist natürlich das Baywatch-Casting. Da gibt es unheimlich viele Freiwillige für die Akquise der Rettungsschwimmer und Mitarbeiter. Aber wir suchen natürlich für den Wasserpark ab 2019 im Herbst tolle Mitarbeiter, die nicht nur schwimmen können, sondern, das ist ja auch unser besonderer Wunsch hier, richtig gut aussehen mit Sixpack. Also das heißt für den Herrn Füßler hier, der Jan muss schon mal ins Fitnesscenter und Sixpack aufbauen. Nee, wir suchen wirklich Leute und wir wollen da natürlich die tolle Mitarbeiterqualität, wie wir sie im Europapark haben, im Wasserpark auch haben. Wer Interesse hat oder gut aussehende Bademeister, Bademeisterin kennt, alle sich bei uns bewerben. Die Mails beantworte ich bei entsprechender Bildzuschrift natürlich persönlich sehr gerne. Aber Herr Füßler, ja, nee, nicht im Bikini bitte.
Da wird sich Frau Bachemann freuen, wenn alles über ihren Tisch dann demnächst läuft in dieser. Ja, ja, ich krieg dann nur die guten. Also bin ich praktisch raus, weil Sixpack habe ich keinen und Baywatch, ich weiß nicht. Also muss auch noch ein bisschen hin. Ja, kann man ein bisschen üben, ne? Genau. Also, dann, ich komme wieder auf die rechte Seite, meine rechte Seite. Jetzt gehe ich mal auf die linke Seite, weil da haben wir auch noch zwei Herren, Patrick Marx, Michael Mack. Mack Media haben wir ja gerade vorhin gesehen, produziert gerade ziemlich viel, ne? Wie wild, würde ich mal sagen. Die sind richtig motiviert, die Jungs, überall. Also Mack Rides, Trailer, ein neuer gekommen, ziemlich emotional, wie man gute Achterbahnen baut. Mit Andrea Berg, ihr geht jetzt auch in den Videodreh, hab ich gehört. Also ihr macht jetzt praktisch große Künstler, machen jetzt bei euch dann in Zukunft ihre Musikvideos und ähnliches. Wie geht's, Mack Media? Ja, der geht nach wie vor immer noch gut. Also wir haben das Team natürlich großartig auch vergrößern können. Und an dieser Stelle, ich mische jetzt einfach mal wild durch, weil natürlich solche Projekte tolle Fans brauchen, die uns immer wieder unterstützen und uns die Treue halten, aber natürlich auch ein sehr motiviertes Team. Insofern bin ich ganz froh, dass am Samstag auch so viele von unseren Jungs da sind. Wenn wir bei Mack Media mal anfangen, ist ja hinten der Herr Hollmann, der winkt jetzt gerade mal ganz nett. So ganz spontan. Herr Hollmann ist Producer in der Mack Media, also wenn ihr da weitere Fragen noch habt, könnt ihr ihn auch gerne nachher noch löchern. Daneben sitzt zwar nichts mit Mack Media zu tun im eigentlichen Sinne, aber doch irgendwie verantwortlich, der Herr Franz. Der steht jetzt auch mal gerne auf und winkt. Danke. Und daneben haben wir den Herr Feuchter, wenn man eigentlich nicht drüben, der auch im Digitalisierung im erweiterten Kreis der Mack Media verantwortlich ist. Und dann weg von der Mack Media einen neuen Referenten der Geschäftsleitung, der Herr Metzger. Und im Kanapé versteckt sich noch der Herr Heuberger, auch in der Geschäftsführung neu. Insofern, nein, wie gesagt, auch an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Und wer ihn noch nicht kennt, es lohnt sich auch Fan zu bleiben. Nämlich wir freuen uns ganz besonders, dass Sie natürlich mit dem Herrn Metzger und auch mit dem Herrn Marx zwei Fans in der Geschäftsleitung, aber auch bei Mack Solutions haben, die uns dann immer wieder mal auf die Ohren hauen, wenn wir zu viel mit Mack Media uns machen. Aber wie gesagt, es läuft richtig gut. Ich sehe schon, ihr rekurriert lauter Fans aus unseren Sachen. Das ist ganz, finde ich, gut so. Ja, finde ich ganz spannend. Also es gibt immer nette Jobs hier, wenn ihr mal was braucht. Suchen noch einen Medienmanager. Medienmanager, genau. Ich habe das Portfolio schon gelesen, was da notwendig ist. Also ziemlich, ja, man muss schon was drauf haben. Im Wasserpark brauchen wir dann einen Mädchenmanager. Es gibt okay, ich muss jetzt wieder 5 Euro ins Phrasenschwein zahlen. Es gibt ja auch hübsche Jungs, für die Damen muss auch gedacht werden. Das ist nicht meine Baustelle, also nach nur für Zustände. Das dachte ich mir schon. Mack Rides Trailer oder die, wie seid ihr, also da ist euer Mutterunternehmen, aber wie sind die auf euch, ich meine, ist ja trotzdem ein eigenes Unternehmen, sind die auf euch zugekommen und sagt, Jungs, ihr seid so toll, macht uns den Trailer oder? Ja, schon, das wurde so nicht gesagt, aber man hat sich natürlich auch angeboten, in der Gruppe zu sein. Wir sind ja doch auch verwandt. Das war jetzt zu früh, glaube ich. Jetzt klingelt mein Telefon. Jetzt hören wir uns nicht an. Bestimmt Mack Rides dran. Nein, okay. Wir wollen neuen Trailer bestellen. Das kommt erst später, also der Anruf. Zurück, wo haben wir genau, wenn man will. Entschuldigung. Hat er dich jetzt der Anruf aus der Bahn geworfen? Ein bisschen. Das ist ein spezieller Klinikum. Bin ich gestern zu spät ins Bett, aber machen wir nachher. Okay, alles klar. Okay. Nein, um so einen Schritt zurückzugehen, es ist nicht ein erklärtes Ziel, dass wir, ich lese auch die Foren relativ oft und gerne, und wollen natürlich keine Medialisierung des Freizeitparks, aber wir glauben doch daran, dass sich durch die neue Digitalisierung auch unserer Kunden, nämlich das Smartphone und Handys, natürlich wir immer mehr Geschichten erzählen können. Und früher diente alles dem Zwecke des Marketings, wenn wir Videos gedreht haben. Und das haben wir mit der Mack Media halt eben drehen können, indem wir gesagt haben, nein, wir sind auch ein Service-Dienstleister. Das heißt, wir bieten wie ein Restaurant eine Dienstleistung an, die wir, glaube ich, ganz gut beherrschen. Und das, so kommen halt Freunde auf uns zu, wie DJ Bobo, der uns Andrea Berg gebracht hat, wie natürlich Mack Rides, die gesagt haben, Mensch, ihr habt die Kompetenz im Hause, warum sollen wir da zu einem anderen gehen?
Und so ist ein Geschäftszweig daraus geworden, der uns auch dann zur Rolantica gebracht hat, dass wir eben einen 360-Grad-Ansatz haben, der eben bei einem Buch anfängt, was wir mit Komparat gemeinsam entwickelt haben. Es wird ein dreiteiliger Roman rauskommen, der die Geschichte um Rolantica definiert. Darauf aufbauend das Musical, die ein oder andere Webisode, vielleicht irgendwann mal einen Film. Also wie gesagt, wir denken schon, dass es Geschichten erzählen in jegliche Form jetzt möglich ist durch eine Digitalisierung. Und so sind wir gewachsen und wer weiß, wie die Reise noch hingeht. Digitalisierung ist ja nicht alles. Also wir haben, du hast das Wort Head-Down-Gesellschaft. Mir ist das lang durch den Kopf gegangen, diese Geschichte, und das, da ist was Wahres dran. Wenn ich mir meinen Sohn anschaue, da ist oft Head-Down. Ne? Nicht mehr nach oben, oder wenn ich durch die Stadt schaue oder auch hier im Park, es laufen die Leute weniger mit dem Kopf nach oben und schauen, sondern auch inzwischen wirklich auf dem Handy. Gott sei Dank gibt es das Buch noch, du hast es gerade erwähnt. Gibt es da schon ein Datum oder habt ihr da schon einen Plan, wo ihr sagt, okay, und gibt es nur hier oder gibt es im Handel? Also wann kommt es und wo? Das ist eine strategische Partnerschaft mit dem Komparat Verlag. Wir werden Ende 2018, Anfang 2019 mit dem Buch auf den Markt kommen. Wie gesagt, ein dreiteiliger Roman, der uns gegenseitig inspiriert hat, also die Autorin uns und wir die Autorin. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie so ein Projekt, das komplett Neues ist, dass wir eben eine Geschichte zu dem Park Rolantica erzählen, der nicht 100% europäisch ist, sondern auch ein bisschen in die Fantasiewelt geht. Und wie gesagt, das ist ein neuer Versuch, und da schauen wir, wie das bei dem Kunden angenommen wird. Also sozusagen ein Offline-Medium, sozusagen, wenn du sagst Roman, klein oder ein richtiger? Nee, wir gucken schon, dass wir zwischen 250 Seiten pro Roman publizieren werden. Und ich glaube, es ist auch notwendig, weil der Europapark hat immer von seiner starken europäischen Themenarchitektur gelebt. Und ich denke schon, dass sich der Freizeitpark über die Jahre auch weiterentwickelt hat. Und wir sehen es ganz stark in Amerika, dass immer mehr IPs umgesetzt werden, ob es Avatar oder Harry Potter oder andere große Rides, was immer ein Buch zur Vorlage war oder ein Film. Wir wollen nicht ein Filmpark werden, das auf keinen Fall, aber ich glaube, hätten wir uns damals mit den Hotels nicht weiterentwickelt, weiß ich nicht, ob es uns heute noch so geben würde. Und jetzt auch mit dem Wasserpark ist eine Standortsicherung. Und ich glaube, es hat der ein oder andere Schausteller vielleicht einfach verschlafen, sich dem Markt anzupassen oder anzugleichen. Und deshalb geht es ihnen heute schlechter wie uns. Und ich glaube, das eine zu tun oder das andere zu lassen, also Kopf runter, aber auch Kopf hoch. Und das versuchen wir halt mit den Produkten zu erreichen. Finde ich einen guten Ansatz, dass man auch offline, beziehungsweise dass man die Produkte auch wirklich streut, dass man sagt, man macht auch ein Buch, hat den Mut dazu, auch ein Buch zu produzieren. Medialisierung im Park, du hast es gerade angesprochen, manche, wenn man sich die Foren so durchguckt, dann wird es mit Sorge beobachtet, der Park, jetzt packt der Paddington rein, jetzt kommt diese Geschichte dazu, bleibt hier dem europäischen Thema. Also du hast gerade selber gesagt, es soll kein Filmpark werden. Allerdings natürlich jetzt, Happy Family ist ein Eigenprodukt gewesen, aber Paddington ist jetzt kein Eigenprodukt und es, man munkelt, sage ich jetzt mal, dass eine Attraktion auch in ein weiteres filmisches Thema umgebaut werden soll vielleicht. Aber das geht ja schon in Richtung ein bisschen. Oder, bleibt ihr dem europäischen Thema treu? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Thomas und ich haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass der neue Wasserpark eben nicht Palmen und Südsee ist. Wir sind mit Rolantica in Europa, merkt man auch an der Architektursprache. Das heißt, wir wollen ein nordisches Märchen erzählen, sage ich jetzt einfach mal, eine nordische Fantasiewelt aufbauen. Und ich glaube schon, dass wir Geschichten brauchen. Natürlich, ich sage immer, das eine zu tun oder das andere zu lassen, um natürlich in der Welt auch eine Glaubhaftigkeit zu gewinnen, muss man eigene starke IP-Marken haben, aber auch IP-Marken beimischen. Wir prüfen sehr sorgfältig, wie gesagt, Herr Marx zieht mir dann schon die Ohren lang, wenn es zu viel wird. Wir prüfen sehr sorgfältig, Paddington war oder ist ein englischer Bär, beziehungsweise eine englische Geschichte, und mit sehr viel Bedacht wollen wir Marken einsetzen. Das heißt, ob die Paddington Station jetzt Victoria Station oder Paddington Station, wird jetzt keinen stören, hoffe ich doch mal. Und wir die Marken eigentlich nur auf der VR oder auf Coastality auswerten. Wir versuchen schon, das Parkbild nicht zu verändern. Also wir versuchen nicht, signifikante Einschnitte zu machen, die
dann einfach befremdlich wirken wie ein Toy Story Land in Disney. Also es ist im Prinzip eine Aufwertung des bestehenden Themas sozusagen mit aktuellen Inhalten. Ja, eine Weiterführung auch. Ich glaube auch, dass das, was man im Park erlebt hat, ein Stück weit mit nach Hause nehmen kann. Und das ist schon irgendwo ein Ziel von uns, dass man sich die CD kauft, die man auf der Heimfahrt vielleicht nochmal anhört von Rolandica, dass man ein Hörbuch vielleicht in der Anfahrt zum Park sich im Auto anhört. Ich würde einfach sagen, wir erweitern unseren Kundenkreis. Und das hatte ich vorher eingangs auch schon erwähnt. Ich glaube, hätten wir nicht in Hotels investiert, wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und wenn wir unseren Kundenkreis nicht erweitern oder, sage ich mal, verlängern, glaube ich, hätten wir es in ein paar Jahren auch schwer. Insofern ist eine sukzessive Weiterentwicklung, ohne das Herz zu verlieren, weil wer wie gesagt Thomas und mich kennt, wir würden nichts tun, was diesem Park schadet und auch nichts tun, was uns selbst nicht gefallen würde. Und wir denken, dass wir es mit Arthur sehr, sehr gut gelöst haben, eine Lizenz in den Park zu bringen, die den Park nicht verändert, sondern eher schöner macht, dass sie in diesen schönen Flusslauf an der Els super reinpasst, in dem grünen Dach und dem grünen Gebäude. Die ist nicht störend, sondern ich würde sagen bereichernd für den Park. Und so glaube ich auch, dass alle weiteren IPs, die in den Park kommen, das Erlebnis erweitern und nicht schmälern. Und dass wir immer mit sehr, sehr viel Sorgfalt. Arthur ist ein hundertprozentig französisches Produkt, passt in den Märchenwald super, ist glaubhaft für französische Gäste. Paddington passt super in England rein, macht uns sympathisch im englischen Markt, bringt uns auch ein bisschen Vertrieb in England, also englische Kunden. Und da gibt es noch so ein, zwei deutsche Themen, die ich ganz spannend finde. Und auch das eine oder andere französische Thema nochmal. Und dann ist aber auch mal gut. Und dann konzentrieren wir uns auf Rolandica und machen unsere eigene IP. Wie gesagt, da. Ich denke, man muss sich auch weiterentwickeln, man muss auch weitergehen und muss gucken, dass das alles einen guten. Und das Schellenhäusli-Haus ist auch schön. Die Schweiz, oder? Also, ich finde es. Ich habe mich ganz vergessen, der Abendschweizer. Wer weiß. Ja, wir haben ja einige Schweizer da. Also insofern, ja, das finde ich auch ein schönes Thema, ist ein schöner Anstellbereich. Also wertet das Ganze mit Sicherheit auf, dieses Thema. Finde ich persönlich ganz, ganz schön. Wir haben ja auch. Wolltest du noch was loswerden zur Magmedia, bevor wir diesen Bereich verlassen? Nee, ich glaube, dass wir bei Coastality weiter wachsen wollen, sowohl in den Bahnen. Wir drehen also weiter viele Bahnen weltweit. Es gibt eine neue für die Techniker unter euch, die neue GoPro Fusion, die ermöglicht uns noch schneller 360 Grad Videos zu drehen von Achterbahnen in der ganzen Welt. Das wollen wir ausbauen und wir werden auch die ein oder anderen Marken noch auf Coastality nehmen, auf die Plattform. Aber sonst gibt es eigentlich, wie ich was vergessen habe, nichts. Ich hätte. Frankreich kommt nachher noch, ne? Frankreich kommt nachher noch, muss ich gucken. Ja, kann, ja, selbst, ja, das ist Frankreich. Ja, ich habe gerade nach Frankreich. War da irgendwas, habe ich was verpasst? Nein, ich bin also, nur eine Kleinigkeit. Nur eine Kleinigkeit. Ich hab kaum Veränderungen gesehen hier im Park, aber da kommen wir gleich noch dazu. Können wir mal den Moderator austauschen, der weiß ja gar nicht, wovon er redet. Ja, stimmt. Ich so ganz. Aber nein, das kommt sicherlich noch. Ja. Jetzt habe ich ganz rausgebracht. Ja, das war jetzt Ziel. Er schafft es immer wieder. Mir ist gerade noch ein Gedanke durch den Kopf geschlittert, aber das ist jetzt, genau, Coastality-Geschichte. Wollte ich nur zu abschließend sagen, hat er mir die Pointe geklaut, aber das ist egal, genau. Es gibt einen schönen Freizeitpark irgendwo, die können auch mal einen Coastality vertragen, schon müsst ihr mal vielleicht ein Angebot machen. So, so im Raum Köln. Aber so viel Fantasie haben wir nicht. Nun gut, kommen wir zu der kleinen Veränderung, die sich hier abgespielt hat. Auch an diese Verabschiedung, herzlichen Dank übrigens, dass wir diese Verabschiedung machen durften. Herzlichen Dank an den Christoph Zimmermann an dieser Stelle, dass wir die Bahn gebührend mit euch und mit allen, die Lust hatten, verabschieden durften. Ich denke, es war ein wundervoller Abend. Es war zwar saukalt und saunass, aber es war, da können wir ja nichts dafür, aber es war ein wundervoller Abend. Vielen Dank. Wie geht's? Wie geht's der Kugel?
Vielleicht die einen oder anderen haben es gesehen, die Kugel ist mittlerweile oben offen. Also ich weiß nicht, ob es auffällt. Kaum, habe ich ja gesagt, ich bin vorhin vorbei, habe nichts gesehen. Also. Wir haben tatsächlich schon ungefähr 250 Meter Schiene draußen von etwa 800 Metern. Das war unser Ziel für Weihnachten, das sehen wir jetzt schon. Dürfen momentan aber leider auch nicht mehr rausholen, weil jetzt müssen wir auf die neuen Schienen von Waldkirch warten. Das kann man sich vorstellen, wir müssen jetzt ab jetzt eine Schiene rausnehmen, dann diese Schiene gleich wieder ersetzen und wieder reinbringen. Also es wird wahnsinnig komplex, die Bahn auszubauen. Wir können nicht einfach abreißen und neu bauen. Hier ein schönes Bild. Seit 28 Jahren zum ersten Mal hat Schnee in der Kugel. Ja, Schneekugel passt doch zu Weihnachten. Also wir waren erst ein bisschen überfordert, was machen wir jetzt mit dem Schnee, weil damit haben wir tatsächlich nicht gerechnet, aber haben das dann doch ziemlich schnell in den Griff bekommen und konnten weiter abbauen. Also die Schiene, die man hier auf dem Foto noch sieht, ist mittlerweile schon in Einzelteilen weggefahren, nicht mehr da bei uns. Kann man die gewinnen? Oder? Die Schneekugel nicht mal die Schiene, aber gut. Die Frage kommt erstaunlich oft. Also wir bekommen täglich mehrmals Anfragen, ob man was von der Eurostat haben kann. Es wird was geben, tatsächlich. Also vielleicht hat jemand schon gesehen, wir haben die ganzen Züge noch aufbewahrt. Die liegen gerade auf dem Horror Nights Gelände, auf dem Traumatica Gelände. Da gibt uns aber noch ein bisschen Zeit, weil wir brauchen halt auch die Kapazitäten, die ganzen Züge ein bisschen auseinanderzunehmen. Und dann gibt es für jede Größe, für jede Möglichkeit gibt es da was, für die Fans natürlich stark limitiert. Aber ich denke mal, jeder, der wirklich was von Eurostat hat, will, bekommt dann auch was. Hat schon jemand mal gefragt, ob er für seinen Garten die ganze Bahn haben kann? Ja. Ernsthaft hat jemand gefragt, ich würde gerne den Garten haben. Ja, ob es ernsthaft war, weiß man nicht so recht, aber wir haben dann gesagt, ein Selbstabholer. ist nicht so einfach, weil ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Wir müssen alle Stützen drin lassen. Also wir nehmen wirklich nur die Bahn raus. Die kompletten Stützen, wir haben noch ein anderes Bild mit dem Lichtraumprofil. Wenn wir das mal kurz drauf machen könnten, da sieht man, alles was grün ist, bleibt drin und alles was rot ist, ist das Lichtraumprofil und die Schiene wird einmal ausgetauscht. Das heißt, es ist gar nicht mal so einfach, das alles rauszunehmen und man kann mit den Resten der Bahn jetzt nicht die Bahn einfach nachbauen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Wir haben zwar oben die Kugel auf, aber wir haben ja immer noch ein bisschen Stützen und Schiene im Weg. Wir müssen uns da ein bisschen reinpuzzeln. Wie das Ganze funktioniert, werden wir nächstes Jahr erfahren, wenn dann die ersten Schienen wirklich da sind. Und deshalb gibt es auch nach wie vor noch nicht wirklich einen Termin, wann wir wieder aufmachen können, weil wir wissen es einfach nicht. Ist es so gedacht, dass die Kugel oben offen bleibt und dann wieder zugemacht wird? Oder habt ihr auch gedacht, dass die Außenfassade getauscht wird? Oder? Also wir machen jetzt im Sommer eine Cabrio-Variante und im Winter machen wir es dann zu. Das ist so fest. Also man kann es praktisch auffahren. Das ist genau, ja, das haben wir uns bei der Therme Erding abgeguckt. Die fahren jetzt dann auch auf. Machen wir genau gleich. Nein, die Kugel wird so wie sie jetzt ist, eigentlich nicht mehr weiter geöffnet. Sie wird dann, wenn wir fertig sind mit der Schiene, innen drin wird sie wieder geschlossen. Wir hoffen so früh wie möglich. Wir können es aber noch nicht wirklich sagen. Und also muss ich leider alle Fans enttäuschen, mehr als jetzt wird man nicht sehen, auch durch die beiden Löcher, die man seitlich sieht, die haben einen Grund, da kommen wir gleich noch dazu, aber da wird man auch nicht viel von den Bauarbeiten sehen, also wir können ganz ruhig arbeiten, ohne euch was zu verraten. Ja, das ist schade eigentlich, dass man nicht, aber gut, wir warten und harren auf Bilder von euch. Es gibt ja immer wieder mal auf Twitter nette Bilder zu sehen. Die Wagen habt ihr in Waldkirch geparkt, oder? Die stehen momentan bei uns auf dem Bauhof, ja, aber werden da nicht mehr lange stehen. Und dann werden sie fachmännisch zerlegt? Ja, zerlegt, ja. Ja, also wir werden sie nicht wiederverwenden. Hier hinter uns sehen wir jetzt gerade das Modell von einem neuen Wagen, der steht gerade in Waldkirch. Also die Züge werden komplett neu, die werden ja ein bisschen größer. Wir verlieren eine Reihe, verlieren ein bisschen Kapazität dadurch, aber der Fahrkomfort wird um einiges besser. Also jeder, der über 1,80 ist, wird das zu schätzen wissen oder halt einen gewissen Umfang hat. Das ist halt jetzt, ja. Danke. So schnell kommt's wieder, ne? Auch Big Boy Seats dann. Also 3,5.
jeder Seat wird dann ein Big Boy-Sitz, wenn man vergleicht mit der jetzigen Eurosat. Also es wird um einiges komfortabler. Die kniffen mal so ein bisschen unter der Achsel. Gut, wenden wir uns wieder den ernsthaften Themen zu. Das ist ernst. Sonja, zumindest habe ich mir das sagen lassen, zwei Eingänge, soll ja auch einen VR-Ride-Möglichkeit geben. In dem Bahn gibt es einen zweiten Eingang oder gibt es da, kommen alle durch den gleichen Eingang rein? Ja, es wird hier, sehen wir mal, den Grundriss von der Einstiegsebene, das erklärt schon einiges. Wir sehen unten das Quadrat, das ist der jetzige Bahnhof. Man kann die Kugel erahnen, wie sie ungefähr ist. Alles, was jetzt nicht irgendwie kugelförmig ist, ist Wartungsbereich, wird alles vollgestellt. Also wir haben da drin gar keinen Platz für einen zweiten Bahnhof. Deshalb haben wir zwei Löcher gemacht, die wahrscheinlich schon gesehen wurden, und fahren da aus der Kugel raus. Das heißt, wir haben eine Drehweiche eingebaut und können so aus dem normalen Zyklus der Bahn jeden sechsten Zug, meine ich ist es, können wir rausfahren in den VR-Bahnhof. Der hat dann 4 Minuten Zeit, um beladen zu werden. Und in der Zeit nimmt ein zweiter Zug den Platz ein und so können wir eigentlich ohne den normalen Betriebsablauf zu stören ganz gemütlich die Leute in den VR-Zug reinsetzen, bereit machen und auf die Strecke schicken. Und der Eingang muss dann dort sein, wo der Eingang jetzt war sozusagen, oder gibt es dann hintenrum einen eigenen, so wie beim Alpenexpress ist vorher auch, war ja auch der Eingang zuerst. Also hier ist ja die technische Variante, wir haben aber auch eine optische Variante. Es wird ein zweiter Eingang geben, der optisch angepasst ist an das Gebäude des Silver Stars. Wir haben, glaube ich, noch ein weiteres, wo man ein bisschen auch mit Farbe das Ganze sieht. Genau, also es wird, wie gesagt, an dem hinteren Teil der Eurosat, dort wo die beiden Löcher eben sind, wird es auch einen eigenen Eingang geben. Ist jetzt der Lüge, der ruft an? Nee. Kein Problem. Gut. Schöne. Also, es gibt praktisch sozusagen, um das zusammenzufassen, hinten dann einen Eingang für die VR und vorne läuft der normale Coaster sozusagen. Genau, es werden eigentlich zwei unterschiedliche Attraktionen, die zufälligerweise die gleiche Schiene benutzen, aber eigentlich komplett eigene Eingänge haben. Okay. So, in der Richtung, genau. Im Gastrobereich. Gibt's ja auch. Also eine Frage noch zum Eurosat. Die Rolltreppe, bleibt die, diesmal war oder? Wer die aktuellen Baubilder über den Zaun fotografiert schon gesehen hat, bleiben wird sie nicht, weil sie ist schon weg. Dementsprechend. Kommt da eine neue? Nein, es kommt keine neue hin. Wir hatten teilweise Probleme mit der Rolltreppe, teilweise konnten wir die Attraktion nicht öffnen, weil die Rolltreppe nicht funktioniert hat. Das ist natürlich ärgerlich und deshalb haben wir uns dagegen entschieden. Wird es dann behindertengerecht gedacht? Oder? Es könnte Möglichkeiten geben, aber momentan noch nicht. Nein. Okay. Kommen wir zur Gastronomie. Ich wende mich mit meiner rechten Seite. Also wir haben einen Aufzug reingebaut, das will ich auch sagen. Aber also es gibt eine Möglichkeit, in die zweite Ebene oder die erste Ebene zu kommen. Und wie gesagt, wir probieren alles, weil natürlich das Thema uns ganz am Herzen liegt. Ob er jetzt ganz von Anfang an schon möglich sein wird, das ist eben noch nicht ganz sicher geklärt, aber wir sind bemüht, das ist die Schweizer Vorsicht, es nicht gleich zu versprechen, aber wir haben schon bewusst auch diesen Aufzug reingebaut, um dann in dem Coastality-Bahnhof eventuell auch Menschen mit Behinderung in den Wagen zu bewegen. Sozusagen vorgesehen, angedacht. Sozusagen. Zu dem Thema, VDFU hat ja eine Arbeitsgruppe für Behinderte eingerichtet. Da geht es um das Thema Barrierefreiheit. Wir am 12. Januar in Berlin bei der Beauftragten der Bundesregierung für dieses Thema und wollen eben erreichen, dass TÜV die Hersteller umdenken und diese Anlagen noch mehr für Menschen mit Behinderungen freigeben. Das ist ein schwieriges Geschäft, weil hier immer unser Interesse, möglichst alle Leute fahren zu lassen und die Vorschriften, die eben bestimmte Menschen ausschließen, die gewisse Fähigkeiten nicht haben, uns da große Mühe bereitet. Aber wir sind da branchenweit, also der ganze Verband in Deutschland versucht hier eine Lösung zu finden, was schwierig ist. Wir arbeiten jetzt seit anderthalb Jahren dran und es geht bestimmt noch mal anderthalb Jahre, um hier nach vorne zu kommen.
Aber wenn ihr da irgendwas seht, was spannend und gut ist, diesmal die Mail nicht an mich, sondern an den Dr. Müller-Oltrey in Berlin, der soll auch was schaffen. Okay, vielen Dank. Wie gesagt, ich wollte mich gerade schon der rechten Seite zuwenden.